Hey Leute, was geht? The Tyson Fitness hier und herzlich willkommen zum dritten Cycle. Ja, schaut es euch an, 152,5 5x5 Kniebeugen und es sind ein paar interessante Sachen dabei. Ich habe auch Slow Motions eingebaut, damit ihr mal so ein paar Sachen seht. Schaut euch das Ganze erstmal an und ihr seht, 152,5 Kilo Speed ist da. Seht euch die Geschwindigkeit an, also wirklich. Ich bin sehr zufrieden damit. Aktuelles Rechengewicht. Was ist denn mit der Kamera passiert? Warum bin ich jetzt... Oder war das meine Augen? Weiß nicht. Auf jeden Fall, ich glaube, das Licht hier tut mir nicht gut. Das aktuelle Rechengewicht, genau, sind 197,5 Kilo. Ich wollte nicht um 10 steigern. Ich habe bei Kniebeugen um 7,5 gesteigert. Bei Kreuzheben um 7,5 gesteigert und bei Bankdrücken auch um 7,5 gesteigert. Da ja jetzt im Moment die Kraft kommt wie nichts Gutes, einfach durch die Bewegung. Ja, hier zweiter Satz, 152,5, auch explosiv. Es hatten ein paar gefragt, warum ich so breit stehe. So breit stehe ich doch gar nicht. Also ich stehe schon relativ breit, auch meine Füße zeigen nach vorne, damit ich eben mehr Torque, das heißt Drehmoment in der Hüfte aufbauen kann. Die Hüfte nach außen rotieren, sehr wichtig. Habe ich auch in den Technikvideos gesagt. Sehr breit. Ja, ich mache halt Lower und ich versuche eben wirklich die Last mit dem Arsch, den Beinbeugern, weniger mit dem Quadrizeps oder natürlich auch mit dem Quadrizeps, aber eben vor allem auch mit dem Arsch mitzuholen. Ich baue da richtig schön Spannung auf und ihr seht eben hier auch, wie ich das Ganze aufbaue, wie ich unter die Stange gehe, wie ich da wirklich meinen Core brace. Ich habe gleich eine super Slow Motion von der Seite für euch, damit ihr da mal seht, wie das Ganze auch von der Seite aussieht. Und ihr seht, die Rotation ist mittlerweile fast komplett eliminiert. Ja, wenn ihr meine 180, 175 mal gesehen habt, da habe ich mich immer richtig reingedreht. Durch eben eine Schiefstellung des Beckens, eine Skoliose, und die bin ich ja auch... habe ich auch leicht behandelt, dann die Technik umgestellt und da bin ich ab und zu noch dran, das zu korrigieren, eben auch mit Kelly Starrett Übungen, aber auch durch muskuläre Sachen. Und ja, es scheint zu funktionieren. Hier von der Seite sieht man es noch ein bisschen, dass da wirklich eine Rotation drin kommt, aber hier könnt ihr zum Beispiel auch den Barpub mal gucken. Klar, die Scheibe, also bei mir die Stange geht weiß nach außen durch die Rotation, ja, seht ihr, das Gewicht in der Mitte bleibt aber an sich gleich, ja. Hier seht ihr das mal, jetzt in Slow Motion, seht ihr auch, wie ich einatme und den Bauch anspanne. Achtet mal drauf. Zack. Und dann ist der Bauch angespannt und dann geht es runter. Unter parallel und zack, genauso die gleiche Bahn wieder hoch. Durch die Rotation sieht es so leicht aus, als würde das Gewicht nach hinten gehen. Das ist aber Quatsch. Ja, das bleibt genau im Zentrum, in der Mitte. Ist nur die Stange, die sich so leicht dreht, ja. Aber daran arbeite ich auch noch, dass das eben weggeht. Aber ihr seht, es hat sich richtig minimiert, ja. Richtig minimiert. Da bin ich auf einem guten Weg. Gefällt mir sehr gut. Allgemeines Training hat mir sehr gut gefallen. Wobei ich sagen muss, nach dem zweiten Satz musste ich mich zwischen den Einheiten tatsächlich foamrollen. Pause zwischen den Einheiten war ungefähr 5 Minuten. 5, 6 Minuten. Eher 5. Ja, 5, 6 Minuten. In denen ich aber tatsächlich foamrollen musste, weil ich hatte richtig Schmerzen. Muskuläre Schmerzen, als würden die Fasern nur noch so zerreißen. Ja? Das ist wirklich, das ist aber auch so ein Schmerz, den liebe ich. Zwar normalerweise nicht im Training, aber nach dem Training. Jetzt war im Training, da musste ich irgendwas gegen tun. Ich konnte echt nicht gehen zwischen den Sätzen. Aber anscheinend hat es trotzdem gereicht für Geschwindigkeit. Und jetzt schaut mal auf meine Ferse. Das war die erste Rep. Ich war nicht ganz fokussiert und bin auf die Zehenspitzen gekommen. Das passiert auch mal mir. Und hier seht ihr das eben, wozu das eben führt. Guckt mal unten auf die Ferse. Die geht jetzt nach vorne. Die geht jetzt hoch. Das heißt, das Gewicht ist auf den Zehenspitzen. Und ich bin am Balancieren, komme wieder auf die Ferse und ab da drücke ich wieder hoch. Ansonsten wäre ich nach vorne gefallen. Ja? Und das passiert auch mal mir. Und jetzt seht ihr das Ganze in Realtime. Und ja, da habe ich eine kleine Pause-Rap als erstes gemacht mit 152,5. Ja, mal eben so, oder? Oder? Ja, da musste ich mich erst korrigieren und dann gegenarbeiten. Aber ihr seht, Pause-Rap auch gar kein Thema. Und natürlich den Satz zu Ende gemacht. Ich habe auch ein kleines Video für... Jetzt habe ich auch meinen PC angespuckt. Ein kleines Video für euch gemacht. Aufgenommen. Wieder Technik-Tipp-mäßig. Das kommt ja jetzt öfters. Wir drehen jetzt einfach. Scheißegal, wenn da einer steht. Wir gehen jetzt immer relativ früh morgens.
Und dann drehen wir euch auf jeden Fall was Schönes ab. Ich muss das nur noch ein bisschen strukturieren. Und dann kommen auf jeden Fall wieder schöne Technik- und Tipps-Videos. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Peace.